Dann Andreas Wiesler, Go Security GmbH und Dozent hier bei uns an der Fachhochschule Nordwestschweiz für den Bereich Information Security. Wir haben gerade die BSI-Prüfung geschrieben im CAS Information Security and Risk Management. Welche Bedeutung hat das eigentlich heute für die Unternehmen? Die Informationssicherheit wird immer wichtiger. Fast täglich liest man in der Presse von irgendwelchen Schädlingen. Ransomware, so ein aktuelles Stichwort, Daten plötzlich weg, verschlüsselt. Und das merken auch die Unternehmen, dass die Informationssicherheit, dass man hier etwas machen muss. Firmen möchten ja dann auch beweisen, ja, wir holen das Optimum heraus, sei das für Kunden, sei das für Partner, für Lieferanten. Da ist mal die ISO 27001 Norm ein wichtiger Aspekt, da kann man beweisen, ja, wir machen was. Aber dann braucht es natürlich intern auch die Personen, die Menschen, die das leben. Und BSI bietet da hier mit dieser Zertifizierung einen idealen Titel, BSI, IT-Sicherheitsverantwortlicher, Datenschutzverantwortlicher. Und da kann man sehr viel damit abdecken und hat einen Beweis für den Menschen, ja, wir leben das auch, was wir sagen. Und eben auch für den Beruf, für das Berufsbild, wir haben ja sehr viele aus dem Bereich IT, IT-Verantwortliche hier bei uns im Kurs. Denkst du, das ist wirklich ein Mehrwert für deren Lebenslauf und für deren CV? Absolut. Gerade zum Beweisen, ja, wir haben was gemacht in diesem Bereich. Wir haben eine Bestätigung auch und es ist nicht nur ein Fremdwort. Für mich ist das heute der Ausschlag, die Technik entwickelt sich immer weiter. Das Anwenden, das ist das Wichtige, dass der Mensch hinten dran, der dann auch mit diesen Daten umgeht, auch entsprechend reagieren kann. Und dieser IT-Sicherheitsbeauftragte ist das Schlüsselglied zwischen der Geschäftsleitung und den Anwendern, um die Sicherheit natürlich jederzeit hochzuhalten. So dass dann also auch unsere Absolventen, die jetzt sich hier weitergebildet haben, auch da einen ganz klaren Mehrwert für das Unternehmen bringen, aber eben auch für ihre eigene persönliche Entwicklung, für ihren Karriereweg. Davon bin ich ganz klar überzeugt, ja. Okay, super. Ganz herzlichen Dank, Andreas Wiesler. Bitte, gern geschehen.